Ja, yeah, die craziest Story ist wahrscheinlich meine fucking schwarzen Punkte auf der Hand. Sieht man die auf der fucking Cam? Locker 70% meiner Tattoos, 80% meiner Tattoos oder so haben keine Bedeutung. Also, I'm gonna fuck. Ey, was geht ab? Hier ist Silo und ich zeige euch heute meine Tattoos. Ich mach meine Gang stolz, ja. Ich will auf Tour mit den Slimes, die mich kannten zu einer Zeit. Generell, Digga, das alles hier an meinem Körper gefühlt, alles war mal oder ist noch gestick and poked von mir selber, so aus einer Zeit von 16 bis wo ich 18 war oder so. Und die Zigarette hier war das erste mit 16 und mit Kugelschreibertinte und nicht mal mit richtiger Tattoo-Tinte, so auf richtig eklig eigentlich. Ich weiß noch, ich bin im Wintergarten reingekommen zu meiner Mama, meinte, ich habe mir ein Tattoo gestochen. Und dann meinte sie, wie? Und dann meinte ich, ja, mit so einer Nadel und so. Ich habe gerade eben so eine Doku geguckt, wie man sich im Knast Tattoos sticht. Und dann meinte sie, ja, okay, blablabla, ist das hier ungesund mit dieser scheiß Tinte und so. Aber jetzt, also jetzt nicht aufgeregt, weil ich mir eine Zigarette tätowiert habe, sondern eher so, ist das so gut mit der scheiß Kugelschreibertinte? Nein, das hat überhaupt keinen Grund, das war einfach nur, ich wollte das jetzt mal ausprobieren und komm, Unterarm, scheiß drauf, so mache ich jetzt einfach. Und dann wurde es gefühlt eine Addiction. Und wenn ich ins Spiegel gucke, dann sehe ich mich. Also das ist so, ein Tattoo sieht man 4 Tage oder so und dann gehört das irgendwie zu einem dazu. Also das war auch schon damals mit 16, 17 so, als ich mir diese ganze Scheiße gestickt und gepokt habe, da war das auch schon so, dass so nach 3, 4 Tagen, scheiß drauf, ist halt da. Gehört dazu. Vor 2 Monaten oder so, da bin ich nach Berlin und direkt am ersten Abend habe ich mir 2 Sachen in die Fresse stechen lassen. Einmal hier oben, I don't know if you can see that, den Namen von meiner Mama. Yeah. Und hier, sagen wir aus legal Gründen, meinen Spitznamen. Also gibt es eins, was dir besonders wichtig ist? Auf dem Arm vielleicht das Hellboy-Ding, das Hellboy-Tape vom Piep. So, weil das in der Zeit, Digga, damals mit 16, 17 so, gab es auch Times, wo es vielleicht durch Pubertät oder was weiß ich nicht so gut ging. Und da hat das Hellboy-Tape auf jeden Fall viel geholfen vom Piep, deswegen das. Path, das hat so big ass, double Bedeutung. Das ist leider gerade, ich weiß nicht, ob man das auf Cam sieht, so, aber das wurde gerade nachgestochen. Aber irgendwie ist die schwarze Farbe da einfach wieder raus und wir müssen das nochmal nachstechen, but fuck it. Das bedeutet auf jeden Fall, also einfach das englische Wort Path, so, also der Weg, der Pfad, you know, so, ich gehe einen anderen Weg als die meisten Menschen da draußen. Und gleichzeitig ist TH, sind die ersten beiden Buchstaben meines Vornamens und PA, die beiden Anfangsbuchstaben meines Nachnamens. Aber auf dem Oberkörper habe ich, glaube ich, das Wichtigste. Das hat ein Kollege von mir in meinem Zimmer sein erstes Mal stechen und er meinte, nein, nein, das kann ich nicht stechen. Ich meinte, doch, mach jetzt einfach. Und dann hat er das gestochen, aber da ist trotzdem auch noch meine Tätowiererin rübergegangen. Und das ist einfach der Name von meinem verstorbenen Hund, der letztes Jahr gestorben ist, 2020. So. Und deswegen ist im Moment, denke ich mal, dass das Tattoo, was mir am wichtigsten ist. Was denkst du, wie viele Tattoos du hast insgesamt? Habe ich nie gezählt, aber bestimmt, Digga, keine Ahnung, 50, 60, I don't know. Und welches war das Schmerzhafteste? Das, also als ich mir das hier selbst gestickt und poked habe, das wurde ja jetzt auch nachgestochen, so, das wird alles jetzt nachgestochen, außer das, das ist das schlimmste Tattoo auf meinem ganzen Körper, so am besten weghalten. Aber das hier, als ich das mir selber so gepikst habe auf der Stelle, das war schon nicht so geil. Wie haben die Leute so darauf reagiert? Ja, dass ich dumm bin. Also meine Freundin meinte, Digga, was du behindert und so, bis 16, was schickst du dir die Arme kaputt und so, bist du dumm und dumm und dumm und dumm. Und dann, Digga, keine Ahnung, ein halbes Jahr später waren auf einmal 10 von den Jungs selber tätowiert von mir, so. Das Tattoo, was ich bereue, ist auf jeden Fall das. Das wird aber auf safe noch überstochen. Das ist mit dem und dem, mit dem beiden zusammen bin ich aufgewacht nach der Nacht. Fucking Pills. So, und kann mich nicht mehr daran erinnern, bin aufgewacht und hatte diese 2 Dinger hier und das fand ich okay, das habe ich auch nachstechen lassen. Aber da, ich weiß nicht mal, was ich da machen wollte so, weil das sieht aus wie THC und ein Herz, aber dieses Haar macht nicht mal Sinn, also es ist kein richtiges Haar. Und deswegen müssen wir da auf jeden Fall rüber, aber da gehen wir mit irgendwas dick Schwarzem rüber oder so. Also das ist gar nichts mehr mit dem Motiv zu tun hat, quasi. Wenn wir das hier in 3 Wochen machen, ist das wahrscheinlich weg. Hast du Tattoos, die mit anderen Personen hier zusammen machen lassen? Yeah, ich habe das LA right here. Das ist aus, die Abkürzung aus dem Nachbardorf nochmal aus meiner City, wo ich herkomme. So, da habe ich richtig so meine Kindheit verbracht. Das habe ich zusammen mit einem meiner best friends, Shoutouts an Alex, zusammen. Das ist der auch. Ach ja, dann habe ich auf meinen Knie hier unten Lady Way stehen. Also hier Lady und da Way. Das haben auch 2 meiner Kollegen.
Ah, fuck yeah. Ah, stimmt. Sorry, Bro, dass ich dich kurz vergesse. Ich dachte sogar noch eins auf deinen Arm. Echt? Aha. Ach, stimmt. Oh, the fuck, Bro. Ja, das hier, dieses Alright, ist auch ein Matching-Tattoo mit Sebi. Das ist Sebi ja hier auf dem Bauch so. Weil, März, Mixtape, Collabo-Mixtape, Alright, Sebi und Tilo, merkt euch das. Dann, das ist auch ein Matching-Tattoo. Mit Kids. Ich verrate noch nicht, wer es noch hat. Ja, kleines Geheimnis, Digga, machen wir ein kleines Geheimnis draus. Pläne für den ganzen Shit habe ich eigentlich nie. Also eigentlich gehe ich los zu Tätowiererin so. Mach mir gefühlt auf dem Weg einen Kopf oder so. Oder vor Ort. Fuck it so. Oder halt, ja, manchmal so spontane Sachen wie, wir gehen zu Tätowiererin. So, ich komme nach Berlin, bin mit Sebi und Heini, wir hören vier Tage lang die ganze Zeit einen Song so und dann gehen wir zur Tätowiererin und lassen uns alle so eine Line aus der Hook tätowieren auf unseren Körper, so Type Shit, also ich mache mir da jetzt nicht so Gedanken und ein Konzept und oh, hier muss noch das Große hin und da muss noch die Bedeutung und das und na, fuck it. Hier, früher hatte ich ja auch wie so ein Spasti mit 16 angefangen mit Mucke und gedacht, das klappt niemals und dann No Future hier hingepiekst wie so ein Affe, Alter. Fucking auch richtig eklig gestochenen Gameboy, ich glaube, das war sogar mein zweites Tattoo direkt nach der Zigarette. Ja, ja, ich bin ziemlich sicher, richtig ekliger Scheiß, aber das war mein erste Konsole damals, sag ich mal, als kleines Kind, erste Möglichkeit zu zocken. Rick and Morty hier, weil einfach, Digga, Rick and Morty halt, versteht man schon. Ja, früher hier, Digga, ich wollte mir hier mal ein 420 so einen Digitalwecker draus machen, aber das war mir dann mit Stick and Poke doch auch irgendwie zu anstrengend, das zu finishen, keine Ahnung, ob das nochmal gefinisht wird. Hier hab ich auch noch, ey, welche Kamera, Shoutouts an Timon. Als er mir das gestochen hat, Ochsengang, du Nut, du Oxycodon, aber so, war lustige Nacht. Die auf meinen Händen steht hier einmal 524 für die City, Itzehoe, represent. Hier eine kleine 6666 für das Dorf, das hier nochmal verewigt ist. Was hab ich noch auf meinen Händen? Fucking ekligen Codein-Cup, den hab ich auch mit 17 oder so gestochen, wie so ein Spasti. Das ist wahrscheinlich the most. Tattoos, Alter, die ich regrette, so, weil das ist fucking ugly. Ja, yeah, die craziest Story ist wahrscheinlich meine fucking schwarzen Punkte auf der Hand. Sieht man die auf der fucking Cam? Das ist crazy type shit. Da bin ich von irgendeiner fucking Party zu mir nach Hause gekommen. Meine Ex-Freundin lag im Bett und ich kam irgendwie auf die Idee, auch wieder behindert, besoffen und auf Pillen und so, mich hinzusetzen und mich zu tätowieren und wollte irgendwie einen Schatten um meinen Codein-Cup machen und aus diesem Schatten wurden dann irgendwie eine Million Punkte auf meiner Hand und dann habe ich so voll im Schock 4-5 Uhr morgens meine Ex-Freundin wachgeschüttelt und meinte so, ey, what the fuck, was habe ich gerade gemacht, Alter? Und dann haben meine Hand angeleuchtet und meinten, Alter, scheiße, aber mittlerweile habe ich mich da so dran gewöhnt, dass ich mir auch denke, fuck it. Den Kurt habe ich auch noch gar nicht gesagt, ne? Nee. Ja, den Kurt habe ich mir stechen lassen, einfach weil mein Vater ist so übelster Schallplatten-Motherfucker schon immer gewesen, so. Hat schon mal, keine Ahnung, Digga, hunderte von Schallplatten rumliegen und so ein Scheiß. Und da lief halt viel Nirvana früher und so und deswegen gehört auf dem Arm immer gut. Da war ich mit Sevi zusammen bei Fiji, auch Shoutouts an Fiji. Und wir hatten einfach keinen Plan, was wir uns stechen lassen sollen, so, wie immer gefühlt. Und dann meinte Fiji einfach nur hier so, das sind quasi so die Sachen, die ich gerade da habe, so, die ich stechen würde, worauf ich Bock habe zu stechen, habe ich mir die ausgesucht. Hat auch wieder keine Bedeutung, sieht einfach nur cool aus. Live the Highway ist einfach nur einer der besten Songs der Welt. Aber hört euch nicht die scheiß Crack-Version von irgendwelchen Wichsern an, sondern hört euch die Version von Tom Cochrane oder so an. C-O-C-H-R-A-N-E oder so. Live the Highway. Bester Song der Welt. Was habe ich noch? Digga, Chaos. Boy, guck dir das an, Digga. So. Das? Ja. Oh. Na, das Type Shit zu private. Okay. Ja. Zum Nike-Zeichen kam es. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben andere Schuhe besessen. Also einfach deswegen, for real. So. Ey, das war's. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen und wisst jetzt ein bisschen was über meinen ganzen Shit hier. Abonniert den fucking 16 Bars Kanal. Yeah.